Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wie entwickelt sich in die Stadt so? Mit den Straßen, ja. Schon Richtung Flughafen. Das ist alles neu da oben, oder? Beim Flughafen. Stell dir vor, wir machen noch einen Bahnhof rein. Hui. Ey, da weiß ich gar nicht mehr, wo das ist. Da stehen die Leute aber auch Schlange am Bahnhof. Überall, Lexington. Lexington, oh Gott. Ja, Winterfell. Winterfell ist schon dreizäunig. Nach Lexington auch? Fresno, Lexington? Entschuldigung. Das war die eine Frage, die habe ich jetzt nicht verstanden. Ob von Fresno nach Lexington noch? Die Bahn? Mhm. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, ja, warum nicht? Mhm. Wird schwierig, weil wir müssen dann irgendwie durch die Lebensmitteldinger durch. Ja, wobei, da hätten wir noch ein Gleis. Ja, das Gleis haben wir da. Ich meine, wir müssten die Bahn irgendwie durch die Lebensmittel... Da drüber so. Mhm. Da durchbuxieren, genau. Mhm. Theoretisch, dann hätten die auch was von dem... Von dem Fressen aus Fresno. Oder? Ja. Wow, guck dir das an hier, ausgezeichnet. Jetzt haben wir keine anderen Städte. Ja, nice. Das machen wir aber dann onscreen auch, oder? Das verbinden. Ja, beim nächsten Mal. Höher. Ja, okay. Das Einzige, was du Lendo machen kannst, ist die Busse upgraden und wenn du ganz viel Bock hast, irgendwie versuchen, die Flughäfen in Winterfell musst du die wahrscheinlich versetzen, woanders hin. Und Gott. Oh mein Gott. Also derzeit würde ich fast sagen, unten, wo diese eine Straße rausgeht. Ja, dass du irgendwie da versuchst, einen neuen hinzusetzen oder so. Dann braucht man eine neue Haltestelle auch. Obwohl. Ja. Könnte klappen. Wenn du die Straße ganz wegnimmst, kannst du vielleicht direkt an die aktuelle Kreuzung da an der Ecke ransetzen. Dann müsstest du es eigentlich fast lang. Oh Gott, der Berg da. Ja, oh Gott, Winterfell ist es so gewöhnt, dass man Berge abträgt. Ne, hier. Geht raus an euch. Alter, das ist das Schlimmste da, ey. Bautechnisch 1A. Absolut, ja, da kann gar nichts passieren. Ja, oh, guti. Bloß raus aus der Stadt hier. Oh, das wird beim nächsten Mal wieder ein Upgrade vom Zug. Also, ich weiß nicht, wie viel noch machbar ist. Können wir mal ganz kurz schauen. Nur die Triebwagen, das sind die, okay. Triebwagen haben wir eh nicht im Einsatz, soweit ich weiß. Doch, die zumindest auf der anderen Route. Okay. Die könnte ich upgraden. Auf welche Route haben wir denn Triebwagen im Einsatz? Bei unserer Syra, Qs, Syra, wie? Die da hinten, das Dreieck. Ach, diese riesige Ringlinie? Ringlinie. Ah, okay. Ja. Lokomotiven. Warte mal. Hä? Da war das. Genau. Die war, glaube ich, neu. Weniger Höchstgeschwindigkeit. Weniger Leistung. Okay. Ja, dann. Dann wohl die Alko. Und bei den Passagieren. All America Golden Sand. Stimmt, das war die neuen. Die habe ich so teilweise geupgradet. Weil es nur von der Höchstgeschwindigkeit sich ändert. Okay, sogar von der Kapazität um 1 mehr. Überrascht mich, weil die haben alle genau dieselbe Kapazität. Oben S, die grünen. Danke. Alle 456. Klick mal einen an.
Fahrzeuge. Gehen wir über den Wagen, wie heißt der? Heavyweight. Das ist nicht das American Sensor, was du eben gesagt hast. Ja, wobei aber die Kapazität gleich bleibt. Ich nehme an, die haben alle den Heavyweight, oder? Ich war der Meinung, ich hätte welche geupgradet. Hä? Du kriegst immer dieselben zwei Linien an. Louis Sacramento, Lexington Moda. Da, das ist der neue. Lexington Modest. Auch viel ist Lexington. Hast du jetzt auch einen Triebwagen? Okay. Nee, da, der hat die. Der hat die Alco und die Oldmacon. Der hat halt schon die neuen, hat aber immer noch dieselbe Kapazität. Das nicht so ganz verstehe. Ich dachte, da ist ein Platz mehr. Ja. Oder auf 12. Nee, auf 12 geht es sich auch nicht aus, da einer mehr. Okay. Warte mal, ich kann ja mal den ganz kurz upgraden. Mit der Louisville beispielsweise, dann können wir uns das ja mal anschauen, ob sich die Kapazität ändert. Oder ob das vielleicht auch ein Bug ist. Wollen wir das vielleicht beim nächsten Mal machen, weil wir haben es jetzt schon Mitternacht. Die Folge geht glaube ich schon anderthalb Stunden oder so. Ja. Das mache ich dann offscreen mit dem Wechseln. Ich wollte nur mal einen herzeigen. Ja komm, einen machen wir noch schnell dann. Da haben wir gesagt, wir nehmen den hier. Den Alco. Und bei den Passagieren nehmen wir den Golden Sand. Ach, Autosave, fick dich. Da haben wir 19, da haben wir 18, da haben wir 19. Vom Speed her 180 oder 180? Ach lol, ja, deswegen okay. Haben wir halt, der Heavyweight und All American haben beide 19 und den mittleren haben wir die genommen. Wo ist denn da genau der Unterschied? Gar keiner, oder? Geil. Zeig mal, haben wir 180. Hä? Baujahr. Ja. Vom Gewicht ist es gleich, von den Betriebskosten ist es gleich. Lol. Welcher gefällt dir besser? Der untere, muss ich sagen. Wie viel wollen wir? 12. Kommt, glaube ich, immer auf 12. Oder gleich, sollen wir gleich mehr machen? Okay, gemessen wenn du, der. Wenn ich darf, also welche Linie betrifft das jetzt? Welche upgraden wir gerade? Die Winterfell, Lexington, oder Louisville, glaube ich. Winterfell, Louisville, also dann würde ich sagen, wichtig. Gehen wir da auf 20. Oh, ja, das wird ein bisschen teuer. Wir haben das Geld. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, schön. Ja, komm, wir haben 462. Plumps. Jetzt gehen wir mal eben auf Fahrzeuge. Also auf eins von denen. Klick mal eins von denen an, dann. Jetzt ist es noch nicht geupgradet. Wir müssen einmal abwarten, bis es einmal gezwitscht ist, weil ich will die Auslastung sehen. Notfalls müssten wir nämlich eine zweite Lok davor setzen. Ach so. Weil die Anzahl der Waggons ist jetzt. Guck mal, das Ding hat. Wieso sind jetzt nur 19 Waggons? Egal. Haben mich verklickt. Ups. Oh, der Fall, wo kann ich mal bis 20 zählen? So. Tausende Fenster offen. Ich sehe vor lauter Fenster nichts, wo kann es sein. Ist aber noch nicht geupgradet. Oder? Nee, die entladen sich gerade. Boah, Alter, doch. What the fuck. Jetzt ist er geupgradet, ne? Na, der ist schon ganz schön riesig. Schon lang. Ja, Gott. Ja, Gott. Passiert. Gebiete. So, jetzt klicken wir diesen Zug an. Nur den Zug. Nur den Zug, ja. Und geh mal auf Details. Ja, die Leistung ist schlecht. Da müssen wir eine zweite. Ah, das steht dann da. Okay, darauf habe ich nie geachtet. Oder siehst du, wie auch die Höchstgeschwindigkeit, um auf flachen Terrain 180 km/h zu erreichen, braucht er jetzt 18 Minuten. Mhm. Okay. Ja, dann machen wir das auch gleich noch.
Warte, Winter Louisville ist es. Fahrzeugersatz da rechts einfach nur anklicken. Und wieder dann, auf X, oder? Probier mal aus, wenn du nur draufklickst auf Alco. Ja. Und dann das nur die Lok hinzufügen. Na genau, und einen Wagen, oder? Dass wir ja, auf genau. 20 sind. elektrisch Lok Alco hinzufügen. Ja, hinzufügen. Und dahinter, oder? Ist so egal, da kannst du, brauchst du nicht wechseln. Dann lass sie so, wie sie ist. Das ist eine Lok am Anfang und eine am Ende. Das versteht er. Das versteht er, ja, ja. Okay. So, dann lass uns das nochmal beobachten. Weil ich will wissen, ob es von schlecht auf sehr gut und gut geht oder ob das immer noch so auf Mittel ist. Weil ich mag es nicht, wenn sie nicht ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen können, weil sie überfordert sind. Weil dann bringen sie nämlich nichts. Mhm. Von der Geschwindigkeit her, ne? Mhm. Du siehst ja, wie lange der jetzt braucht, hier um mal irgendwie auf Geschwindigkeit zu kommen. 60 km/h. Der wird gar nicht mehr schneller, oder was? 61. Ja, guck mal. Das rauchende Ding da drüben ist ja wahrscheinlich schneller, was es gerade entgehen kann. Das rauchende Ding. Oh, okay. Ja, die schon so lang sind, oder? Auch, ja. Krass, ey, was für Dinger. Heftig, heftig. Hast du deine Loks nie so lang gemacht? Nee. Okay. Ich habe immer mehr eingesetzt. Hatte dann 4 oder 5 im Einsatz, halt, die aber alle kürzer waren. Die hat dann kleinere Intervalle schaffen. Okay. Hat schneller die Leute abholen. Ja. Drum habe ich auch sehr viel mit Signalen gearbeitet. Ja, ich merke das schon, weil irgendwann werden die Fahrzeuge ja so schnell, dass du eigentlich, weiß nicht, eine Abwesenheit eines Zugs nur noch in Bruchteilen hast, ne? Hm. Hä? Jetzt müsste eigentlich doch da einer erscheinen. Ja, wird auch gleich. Alter. Wo ist das Ende? Wo ist das Ende? Wo ist das Ende? Ah. Da hinten. Okay. So, und jetzt klick den nochmal an. Oder hast du ihn noch lange geklickt? Weißt du nicht? Mittelmäßig. Dann müssen wir tatsächlich leider Gottes noch eine Lok davor packen. Also das reicht jetzt noch nicht mittelmäßig? Nein, Mittel reicht mir nicht. Mittel reicht mir nicht. Okay. Da. Winter Louis, Fahrzeugersatz. Okay. Gut, also noch eine Alko. Ja. Hinzufügen. Sehr schön. Und sofort upgraden. Er schafft immerhin aber schon 90 km/h. Was kann die Lok Alco an Maximum 180 oder was? Weiß ich nicht. Immer noch mittelmäßig. Wird dann noch eine kommen. Die fahrt jetzt schon wieder, ja, oder? Nee, oder... Ja, doch. Ist das denn die hier, oder ist das der andere Zug? Das ist der Zug 1, nee. Ja. 3. Dann müssen wir noch einen. Du würdest aber so gerne machen, dann zieh einen auf die Vorderseite, dass es gleich aussieht, rein vom optischen her. Ja, wenn, ich das hinkrieg. Ja, das ist einfach. Ja? Ja. Okay. Alter. So, du musst jetzt nämlich nur genau, ich glaube, 24 mal klicken, wenn du ganz nach rechts gehst. Wie klicke ich denn rüber? Unten ist so ein Scrollbalken, dieser hellgraue Strich ganz links unter der Lok. Oh Gott. Aha. 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 Wie du aber auch genau 5 mm darunter klickst, ist aber auch göttlich. Hä? Kannst du vielleicht mit dem Mausrad scrollen? Geht das vielleicht auch? Ich habe das nie probiert. Ah. Wunderbar. Okay. So, jetzt musst du nur auf 20, 24 mal diesen Pfeil kriegen. Kann das nicht nehmen und ziehen, oder? Nein. Genau, das ist einfach eine gute Idee, Anne. Das werde ich bestimmt machen. Nur für die Optik. 10 mal. Für jede scheiß verfickte Linie. Ich glaube nicht. Tipp.
machst einfach so, du löscht den vorhandenen Zug, kaufst zweimal die Lok, 20 mal die Anhänger und noch zweimal die Lok. Das ist ganz einfach. Fick dich. Fick dich. Der Wagen ist doch ganz rechts. Ja, aber wenn ich den rüber... Achso. Achso, das geht natürlich auch so rum, ja. Oh Gott. Ja. Nee, warte, auf, genau, setzen Sie das jetzt. Alter, ist das teuer. Würde ich mich freuen, wenn das jetzt immer noch mittelmäßig wird. Wir haben 5 Minuten. Wie würde ich mich freuen? Der kann dann auch reden. Mein Gott. Ja, fahr schneller da. Ich glaube, ich muss das Gleis hier upgraden, ein bisschen länger machen. Dass die länger auf dem anderen Gleis fahren können. Bis daher oder so. Ja. Eigentlich kaum zu glauben, dass es so nah kurz vor Louisville ist und die restliche Strecke so viel schneller abgefahren werden kann. Ne? Mhm. Irgendwie auch. 80 km/h dabei noch. Was ist seine Höchstgeschwindigkeit? Jetzt habt ihr es immer noch nicht gerafft. Warte. Nein, da genau, klick mal auf. Da. 188. Also er könnte doppelt so schnell sein, okay. So, jetzt klick ihn mal an. Wo sich der ja, rast. Der ist schnell davon. Der ist schon weg. Er ist immer noch. Ernsthaft jetzt. Kriegt er das nicht hin, weil das so eine hohe Steigung ist? Nee. Komm, bevor du es jetzt aber verschiebst, ich will es einmal testen, kauf nochmal 2 von den Loks und pack die hinten dran. Also schiebst du, musst sie nicht nach vorne bewegen, aber. Gut, das ist auch nett. Ja, ich bin kostüm, Alter, ne? Okay. Fahrzeugersatz. Ich will nur, also ich habe selten, dass ich das so viele Loks habe, aber es kann natürlich sein, weil wir jetzt. Ich mache das ja nicht so früh eigentlich mit den. Vielleicht liegt es einfach daran. Wir haben sie ja. Ja. Jo. Wenn sich auch schon denkt, was bitte? Wie oft noch? Darf ich einmal irgendwo ankommen, ohne dass es ein Upgrade gibt? Alter, was staut sich denn da auf der Brücke? Hast du es gerade gesehen? Nee. Oh. Geil. Oh mein Gott. Da ist halt nichts los. Das ist auch dezent scheiße, weil da ist der Bus unterwegs, ne? Ja. Da oben, ja. So. Piraten, das zieht sich bis zum Bahnhof durch. Der Stau. Könnte gut sein. So, das, jetzt müsste es aber schon geupgradet sein. Ja. Schon auf 6. Das wird doch nicht viel besser, oder? Soll ich es nochmal probieren zum Testen? Gönn dir mal den Spaß und kauf mal 4 weitere Loks. Ich will nur wissen, ob es überhaupt irgendwann auf gut geht. Alter, ey. 2, 3, 4. War das jetzt wirklich 4 oder waren es 3? Es hat mich nur 3-mal geleuchtet. Okay. 4. Alter, die Hälfte der Länge des Zuges sind einfach schon mal die Loks. Ja. Das verbessert es halt auch nicht. Die sind so lang. Die sind so lang. Die kommt gar nicht. Der andere kommt Und die bewegen sich gar nicht mehr. Nein, am anderen Ende der Strecke, wo sie sich wieder aufeinander treffen, stehen sie ebenfalls über. Meine Güte. Oh
Es ist alles eine Scheiße. Alles eine riesige, miese Kacke. Ach, Gott. Ich würde es einfach. Nee. Was? Achso, das sind auch noch nicht die Hochgeschwindigkeitsgleise. Oh nein. Oh, shit. Nee, aber das kann aber nicht am Zug liegen dann. Die Leistungsbewertung muss nicht am Zug liegen, oder? Das weiß ich nicht. Was kann denn die aktuelle Schiene, mal so doof gefragt? Gehen wir auf die alte Schiene, was hat die für eine Höchstgeschwindigkeit? Steht da gar nicht, hä? 120? 300? Oder? Okay. Ja. Ja. Oh cool, dann könnten wir beim nächsten Mal sogar Hochgeschwindigkeit bei den Triebwagen machen. Geil. Boah, ich freue mich schon aufs Upgrade, ey. Das wird lustig. Wollen wir mal die Folge beenden, weil wir haben es ja, 10 nach 12. Ja. Aber was mache ich jetzt eigentlich? Ich muss die zurück ins Depot schicken, oder? Ich kann hier jetzt eigentlich... kann ich das kurzfristig irgendwie lösen? Ja. Gute Frage. Theoretisch darüber fahren, aber... Da... Du könntest die die Lok, die jetzt in unsere Richtung kommt, also die jetzt links gesehen, ne, die könntest du zurück ins Depot schicken, weil die blockiert nämlich den Weg der anderen und dann könntest du den Bahnumbau beginnen. Also das Gleisumbau. Depot. Warte, ins Depot schicken. Tschüss, tschüss! Mich würde jetzt trotzdem noch interessieren, ob sich jetzt irgendwas verändert, so wie du gesagt hast, da mit den 4 kaufen. Ja. Ja, er hast gar keinen Bock mehr, oder was? Zug 2. Er wartet auf freies Gleis, oder? Oh Gott. Ich glaube, das müssen wir sogar gemeinsam machen, da habe ich so wenig Bock darauf. Er müsste gleich freies Gleis haben. Sobald der im Depot ist und... Los geht's. Alter Schwede, ey. Zehn und 20. Der Moment, wo man so ein bisschen übertreibt. Wir sind in Amerika, da müssen wir auch ein bisschen übertreiben, oder? Finde ich, also... Guck mal, der Stau hat sich aufgelöst. Könnte daran liegen, dass keine Bahnen mehr kommen. So. Also. Dude, mittelmäßig. Das liegt vielleicht wirklich daran, oder? Okay, er hat es immerhin geschafft von. Bei der hoch. Der mittlere Wert ist aber auf 180 hochgegangen. Ja, oder? Und der hoch auch. Von 80 auf 100. Und die Minuten sind immer so lang. Aber kannst du es echt sehen? 10? Was natürlich auch sein kann, dass es mittelmäßig. Schieben! Schieben! Oder pressen! 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 Das macht keinen Unterschied, wenn er jetzt in die andere Richtung fährt? Nö, warum denn? Ja, weil er hier 4 Loks hat, 6 Loks hat. Ja und? Das macht eigentlich keinen Sinn, dass die Loks anschieben. Macht doch gar keinen Unterschied, ob sie schieben oder ziehen. Ja, was sie halt können, ist die Frage. Die Motorleistung bringt die Lok. Ja, aber Loks können ja nicht so leicht... Macht ja auch einen Unterschied, ob ich jetzt irgendeine Ladung anschiebe oder ob ich ziehe. Ja, weil ich du nicht sehen kannst und vorsichtiger fahren musst, ob die Lok fährt ja auf der Schiene. Die Lok... An sich von der Leistung, von der erbrachten Leistung, stelle ich es mal halt anders vor. Aber... Scheint das Spiel nicht zu berücksichtigen. Nö, gar nicht offensichtlich. Ja, geil. Okay, na dann haben wir das einmal. Dann, ja, wird das lustig nächste Folge. Oder offscreen, aber ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe. Alter. Ja, weiß nicht, so bleibt das dann bei 10 oder sollen wir dann weniger machen? Ja, nee, dann können wir auch wieder auf, weiß nicht, 4 oder so zurückgehen. Hm. Geil.
Ja. Ja, okay. All das beim nächsten Mal. Freut euch auf mehr. Jetzt grillt man auch auf 20 ab, nur um es zu testen. Ja, da, oh Gott, das wird lustig. Mit den Gleisen. Ist ja auch so richtig viel Platz in Winterfell. Wir müssen auch gucken, ob die Gleise, die wir da haben, weil wenn die nur 120 schaffen und die Lok hier eigentlich 188 kann, ob wir die Kurven auch entsprechend anpassen müssen. Weil wir haben damals die Kurven nämlich nur auf Höchstgeschwindigkeit 120 geeicht hier. Oder eigentlich müssen wir alles ins Depot schicken, oder? Weil ich kann sie nicht upgraden, während die fahren. Ich ja, aber das beim nächsten Mal, wir haben es 4x12, ich muss ins Bett tun. Ja. Auf jeden Fall. Da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Busse upgraden, okay, aber das Chaos hier. Den Quark, ne, den mache ich nicht. Ja, na gut, dann machen wir noch eine Mitfahrt mit Zug 1. Zug 1. Ja, na dann danke Anu fürs dabei sein. Ja, immer gern. Die Zuschauer werden sich schon denken, scheiße, nächste Folge brauche ich gar nicht einschalten. Ich überspringe die nächsten 10 Folgen und gucke das Endresultat an. Oh ey, Automasken, das war anders. Krass, wie viel sich's verändert hat, also wie viele Leute da schon fahren. Aber wieso ist denn hier eigentlich eine Autobahnbrücke über die Gleise? Wo geht denn die hin? Hat das die Stadt gebaut? Nee, das ist von weiß ich nicht. Könntest du halt wieder irgendeine Industrie mit einer Straße anbinden oder was? Nee. Da haben wieder eine Brücke gebaut? Ich wusste gar nicht, man kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, weil es eine Hauptverbindung ist. Oh. Nach Lexington. Okay. Und das erschien mir dann besser mit der Brücke als irgendwie ebenerdig. Nee, ja. Für unbekannte Gründe. Ja. Naja. Okay. Na jedenfalls, euch vielen Dank fürs Zuschauen, dem anderen danke fürs Dabeisein. Ihr seht, was uns da links erwartet. Der große Umbau, also ich würde sagen, die Gleise müssten dann komplett weg, den Zug ins Depot, und dann machen wir die Strecke komplett neu. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Gott. Dann wieder Spaß beim Rausfahren. Viel keine freie Linie. Ja, na dann. Freuen wir uns auf mehr. Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, tschüss.